Was ist los? War doch nur Till. So. Aber das kann er ja. Das war ein Stück aus dem Norden Englands. Er war jetzt nicht geprobt. Nee, nee. War live. Die Leute hier vorm Fernseher und auch die hinter den Mischpulten und Schallpulten, die wissen jetzt gar nicht, worum es geht. Weil sie wissen beinahe, worum es geht. Wir haben gerade gemerkt, ach, wir können noch eine halbe Stunde machen. Der Regisseur hat gerade gesagt, wir können überziehen ohne Ende. Bis zum Abwinken, ja. Schon abgewunken. Alter, bevor wir weitermachen, du hast einen tierisch fiesen Schweinepickel da hängen. Oh. An der Backe. Mach das mal weg. Oh. Aber vorsichtig, dass das nicht in die erste Reihe geht. So. Das jetzt... Nehmen Sie das mit nach Hause, drücken Sie nicht zu fest drauf rum, sonst ist wieder ein Liter weg. Ja, jetzt mal was ganz anderes. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt einfach mal über den Süden. Haben Sie schön gemacht. Genau. Bei uns heißt das nämlich immer, bei uns in der Gegend in Hamm, heißt das immer, wenn wir Süden sagen... Schön gemacht. Süden, schön gemacht. Das ist zum Beispiel immer unser Oma jetzt, sag was ich mal. Hm? Immer sag ich, Oma, hör mal, hm? Wo warst du denn neulich im Urlaub? Sagt sie, im Süden. Oh, sag ich, schön gemacht. Hm? Weil Oma ja nicht so richtig zuhört, sagt sie immer, Junge, hm? Ich war weg. Ja, sag ich immer, Oma, wo warst du denn? Ja, im Süden. Ja, schön gemacht. Der Schwager immer, also man muss nur sagen, im Süden, dann sofort immer, schön gemacht. Aber man muss sich das auch richtig vorstellen. Süden, das ist ja auch wunderbar. Die haben irgendwo da oben so Himmel, blau, ne? So irgendwo so eine Sonne platziert, unten Wasser, auch in der Mitte Land, da kann man sich drauflegen, ne? Das ist Süden. Schön gemacht. Schön gemacht. Also Urlaub gehen, ne? Verstehst du? Schön gemacht. Und wenn der Deutsche nach Süden fährt oder fliegt, aber besser ist fahren, wo kommt er da hin? Richtig. Verantworten hier? Ja, gut. Danke, reicht schon. Mainz ist klar. Und wenn Sie uns was zurufen, bitte nehmen... Wenn Sie uns was zurufen, bitte nehmen Sie die Füße aus dem Mund, wir verstehen es sonst nicht. Es ist Dialekt. Achso, es ist Dialekt, Entschuldigung. Ich bin wieder reingefahren. Es ist natürlich klar, wenn der Deutsche nach Süden fährt... Spanien! Genau, da kommt er nämlich nach Spanien. Da muss man sich vorstellen, man fährt ganz runter, so das ganze Bein von Spanien runter, bis so an die Füße von Spanien. Da haben Sie Spanien am schönsten gemacht. Ja, haben Sie schön gemacht. Südspanien. Da sind ja auch alle Sehenswürdigkeiten, also in der Hacke sind also auch alle Sehenswürdigkeiten auf einen Haufen. Las Vegas, oh, Casablanca, ja. Olympia. Ach, komm, nee, Olympia gehört jetzt zu Griechenland. Nee, das Stadion steht in München, warte mal. Das ist Politik, ja, das lassen wir hier weg. Das gehört nicht hierhin. Das gehört nicht hierhin. Nee, Spanien kennt natürlich jeder hier. Jeder von uns ist schon mal in Spanien gewesen. Also zumindest im Schnitt. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist jetzt nur Rechnen. Also, jeder war einmal schon mal in Spanien. Das heißt, wir drei waren noch nicht da, das heißt, drei von euch waren zweimal da. Oder einer viermal. Ja, das ist aber sozial ungerecht. Da reden wir jetzt auch nicht drüber. Wir kommen auch noch dahin, ist ja Nachsaison und pass mal auf, was wir dazu zu sagen haben, gibt's jetzt Westfalen. So, jetzt können alle mitsingen. Unser Schwager war in Spanien und das hat ihm Spaß gemacht. Und beim letzten Bierabend hat das Fieber uns gepackt. Kastanien und Forziera und der Fels von Gibraltar. Und unsere Lieblingssorte Eis ist schon lange Galamar. Beiner, fühlen wir uns als Spanier. Zu den Klängen der Gitarre denken wir die Feria. Leider sind wir nur Westfalen und wir waren noch niemals da. Kennen gerade mal Suarez und er kommt aus Portugal. Ein echter Spanier spielt Gitarre. Leider kannst du das noch nicht. Ach, dafür übe ich gegen Spanisch, weil ein Spanier Spanisch spricht. Meine Frau lernt jetzt Flamingo, die ist doch nicht mal schlecht gebaut. Doch was an Spanien hier erinnert, das ist die Orangenhaut. Ey, hör mal, du Arsch, du spielst doch wohl, was? Jaffa! Ah. Beiner, fühlen wir uns als Spanier. Zu den Klängen der Gitarre legen wir an Iberia. Leider sind wir nur Westfalen und wir waren noch niemals da. Kennen gerade mal Suarez und er kommt aus Portugal. Und was tanzt der Spanier? Ganz klar, Suzuki. Tanzen wir alle mal, hier kommt Suzuki. Las
Speedy. Trinker, sag ich, Kaffee. Hast du? Fast du, alter Köter. Wenn man die Giraffe hätte aber auch gereicht, so. Ja, kannst du nichts machen. Scusi, Senorita, Café au lait, por favor. I Tequila und Evita haben die Worte schon im Ohr. Unsere Pesos sitzen locker, aufgepasst, bald sind wir da. Und wir sehen uns alle wieder an der Copacabana. La Palermo! Beina, 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 fühlen wir uns als Spanier. Zwing klingen der Gitarre, denken wir an Iberia. Leider sind wir nur Westfalen und wir waren noch niemals da. Kennen gerade La Paloma, die Frau von verstehen wir Spaß. Laura! Scusi, mille grazie. Buongiorno!